So. Jawohl. Jetzt haben wir zwei Ochsenhörner. Ich will dich sehen. Sieht ja krass aus. Und zwei Ochsen mit Hörnern. Ja, und das ist die deine Axt. Axt. Sieht ja geil aus. Wird. Von der Axt sieht nüscht. Krieg ich mal ein bisschen. Moment, ich hab hier gerade selber geguckt. Wohin? Wo? Ah, stopp, stehen bleiben. So, weg. Deine Waffen zücken. Meine Waffen zücken. Waffen zücken. Entzückende Waffen. Ja, gezückte, zückten Waffen. Perfekt, danke. So, hier, das ist der neue Tanz. Das ist doch das, was der Ding. Ja. Ja, genau, vielleicht. Warte mal, mach mal weiter. Nee, ich weiß nicht, gibt keine XP. Hätte ja sein können. Warte mal, ich kann das auch. Wo war das? Ja? Ja, das kannst du nicht, ne? Nee. Nee, das kannst du wirklich nicht. Sieht auf jeden Fall besser aus als dieses schwule Gesicht. Richtig im Duett. Also. Ja. Genau. Die sind so geil. Ja, vor allen Dingen die. Also die ist gut, dass wir die gefunden haben. Ja. Ach ja. So, muss mein Inventar leer machen. Gut. Ich bin so weit leer. So, haben wir noch irgendwas? Oh, ich habe noch ein paar Punkte. Ja, genau, Punkte. Ah, Punkte, Punkte. Ich habe noch Aufsteigen 5 habe ich noch. Wie packe ich die hin? Ich muss jetzt als nächstes einen Stahlstreitkolben möchte wahrscheinlich keiner nutzen, oder? Streitkolben? Keine Ahnung, was das ist. Also so ein Knüppel. Okay. Oder so ein Morgenstern, so ein Stahl-Morgenstern. Sagt mir nix. Ein Knüppel mit Dornen vorne dran. Ach so, so was dann, ja. Nicht, ich würde zwei gerne mal um mich schlage, aber nicht so dolle. Wo ich dann noch so einen blöden Wassersack? Und den kannst du bestimmt selber bauen. So, liegt noch so ein Wassersack. Wo liegt er noch? Hier in dem Kessel. Bei den Forges. Da ist noch ist ein Feuersack, so ein Wassersack. Drinne. Ja, super. Der ist sogar auch noch voll. Was habe ich denn hier noch? Ach so, du kriegst jetzt übrigens auch Schwefel raus, ne? Ich habe jetzt wieder zwei Schwefel und eine Tierhaut bei mir rausgekriegt. Aus meiner Leiche. Okay. Schwefel? Ja, zwei Schwefel und eine Tierhaut. Okay. Komisch, ne? Hm. Seltsam, seltsam. Ja, packe ich hier in der Dings mit rein. Mhm. Die Schwefel und die Tierhaut oben. Also Schwefel muss ja hier unten in diese... Hab ich schon reingetan, in der... Dingsbumskessel da. Da, wo ich gerade bei war. So. So, wir brauchen Kohle, wir brauchen Eisen. Ist ja nichts mehr, alles ist leer. Was hat denn die Angel hier die ganze Zeit gemacht? Es ist ja alles leer. Ja, ein Eisenpickel muss ich jetzt noch wieder so heile Blödsinn machen. Halt gemacht. Wo hast ich lieber einmal die Gurm. Wo hast denn du die Glasflaschen hin? Hallo, wo hast denn du die Glasflaschen hin? Ich habe keine Glasflaschen gemacht. Da müssten aber im Ofen welche fertig sein. Also sind das nur 5. Nichts gemacht. Okay, dann sind es nur 5. So. Dass nicht diese Frau immer im Weg rumstehen muss. Wie sie das gehört. Das nicht. Und der ist immer da drin, wo man gerade rein will. Ich hab das gehört. Echter!
Dann gucken wir mal nach oben. Ah, gleich. Hey, guck mal. Hier kann man leise rübergehen. So, wo muss ich gucken? Ein Perserteppich. Hast du den jetzt in der Zeit, wo wir unterwegs waren, geknüpft? Ja. Der hätte aber hier runtergemusst, unter dem... Was passiert, wenn ich da interagieren mache mit dem Teppich? Machst du den bestimmt kaputt und dann kriegst du Ärger. Ah, okay. Ja, warum liegt der nicht unter unserem Tisch? Du doofe Fragen stellen sollst. Warum kann ich das Ding da jetzt nicht anpappen, an der Wand dran? Ach, da oben lässt du offen, wo der Bogenschütze steht. Ja, weiß ich noch nicht. Wollte ich euch noch fragen. Warum kann ich denn das komische Nashorn nicht anbringen? Zu groß? Keine Ahnung, Krokodilkrieg. Wenn du mir dann im Weg stehst, dann kriegst du Krokodil, sonst bring ich's dir an den Kopf. Das will ich sehen. Na mach. Die schauen ja auch cool aus, die Dinger, oder? Mhm. Vor allem die Krokodile, die wir schlachten, sind die so groß? Ja. Die Viecher sind ja süß. Aber ich weiß nicht, warum ich das Viech hier ist so groß. Ich krieg hier nirgendwo ran. Vielleicht von draußen. Vielleicht. Hallo, Süße. Vielleicht nur von draußen oder so? Ja, ich guck grad mal, ich geh mal draußen. Vielleicht brauchst du da mehr Platz an der Wand. Ja, oder rundum mehr Platz. Ne? Ah, es geht nur draußen. Das wird einfach viel, viel größer sein. Ich sehe nichts. Jetzt. Jawohl. Ein schön riesiges Viech. Der Nashorn. So, verbinden. Kann man so lassen, meine Inneneinrichtung, oder? Erstmal. Gut. Also ganz fertig ist es ja auch noch nicht, wa? Nee, ich bin noch nicht fertig. Ein bisschen Licht fehlt hier oben noch, so ab und zu, ne? So zwischendurch. Bleiben, Kleister! Angel, hier ist für dich Kleidung. Unten in der mittleren Kiste. Ich weiß mal noch ein bisschen Stein, hab mich beim Bauen verirrt. Ich komm mal runter. Stahl. So, ich muss jetzt auf jeden Fall dann gleich wieder eine Runde Eisenkohle etc. alles holen, weil da ist ja nichts mehr da. In der mittleren Kiste ist nichts drin, ne? In der mittleren ist was. Ja, da sind nur mittelschwere Kappe und mit. Ja, das ist das abgenutzte Zeug. Ja, was anderes sehe ich hier nicht. Hä? Was willst du denn sehen? Ja, du hast doch gesagt, in der mittleren Kiste ist für mich Kleidung, oder habe ich mich da jetzt verhört? Na, in der mitten im Raum da, in der. Och, sag doch Holzkiste. Ja, in der mitten im Raum halt. Die mitten im Raum Holzkiste. Genau. Das dauert. Was denn? Ein Schwert. Ich schmiede mir ein neues Schwert. Das dauert aber. Ein Schwert. Oh, die will mit uns nichts mehr zu tun haben. Wer? Angel. Wieso? Achso, sie hat User. Uns verlassen. User, timed out. Na, das höre ich ja nicht. Naja. Hat sie uns verlassen? Ist ausgetimed. Oh. Schnauze voll von euch Idioten. Ja. Das kann nicht mitgekriegt. Nö. Nee. Redet und redet und redet und keiner antwortet.
Verbindung von wurde unterbrochen. Entweder ist PC, also Laptop abgeschmiert oder irgend sowas. Mach schneller, mach mein Schwert fertig, ich will mein Schwert. Los, du Schmied. Ohne Beine. Los, los, los. Gleich. Ja. Da steht sie nun. Ist sie noch drin oder ist sie im Spiel auch raus? Nee, im Spiel steht sie. Also sie steht vor der Kiste. Guck mal, mein neues Schwert. Moment. Jo. Jo, jo. Das ist ein Schwert. Ein Stahlschwert. Ein Stahlschwert. Okay. Und diese Axt, ich habe das Eisen. Da kann ich noch keine Stahläxte. Und ein dolles Schild. Ne? Stahlschild. Stählerner Dreieckschild. Mhm. Willst du auch ein? Ja. Später. Jetzt ist er weg. Jetzt ist er weg. Da ist bestimmt das Ding abgeschmiert. Wird oben hergestellt, dauert noch ein bisschen, bis der fertig ist. Jo. Schild ist in Mache. Okay. Da bin ich wieder. Da ist sie wieder. Was hat sie denn gemacht? Rechner, blub, aus. Blub aus. Ohne alles. Ich auch? Nee. Was? Rechner aus? Nee. Wir sind noch drin. Nee. Wir sind noch drin. Weiß nicht, was. Da, wieso? Einfach aus. Zu heiß? Nein. Es war warm. Aber nicht so warm, dass man sagen kann, aus. Aber nicht 7 Days spielen, nein. Hab ich auch schon gehabt. Aus Versehen falsch draufgedrückt. Ja. Rechner müde, Rechner möchte schlafen. Ja, wenn er sich mal wenigstens nicht angemeldet hätte, weißt du so? Piep, so, möchte schlafen. Hätte man vielleicht noch verhandeln können, so sagen können, 5 Minuten oder so. Ja. Ich habe jetzt aber bei mir auch immer noch, dass ich Zuflucht. Auch wenn ich draußen bin. Okay. Da habe ich oben immer noch das Zuflucht, da unter diese 10 mit den Grinsengesichter, Gesundheitsregeneration. Na, die Regeneration, die bleibt ja ein ganzes Stück. Ja, aber das zeigt er mir immer an hier. Auch wenn ich draußen bin. Ich bin jetzt hier weit weg von Hause und da sagt er mir immer noch Zuflucht. Okay. Und wenn ich reingehe, dann habe ich es glatt nochmal. Also, habe ich nicht schlecht. Unter den 10 ja. Gesichts. Ja, da kommt die Zuflucht wieder. Jetzt ist die wieder voll da. Okay. Na gut, das Gesicht, das bleibt ja ein ganzes Stück. Das ist normal, aber Zuflucht müsste weggehen. Ja. Es reicht ja, wenn da einmal Zuflucht steht. Mhm. Wenn ich jetzt rausgehe aus dem Haus, dann geht das unten weg, aber oben bleibt es. Auch nicht schlecht. Egal, hast du eine doppelte Zuflucht. Jo. So, jetzt werde ich mal diese komische Axt ausprobieren mit so einem. Ja. Ich denke mal, das ist eine Schildkröte. Komm mal her, Jadwa. Mal gucken, wie lange er jetzt braucht, dass ich beitreten kann. Oh, also, 3 Schläge, das Ding ist weg. Find's gut? Euch bitten. Sehr schön. Ja, Jacks Waffen sind die besten Waffen. Ja. Angeber. Find halt Jacks Waffen. Ja.
Oben in der Schmiede sind für jeden Stahl Pickaxt. Okay. Jo. Oh, mal gucken, wie die abgeht. Mhm. Also die baut eindeutig mehr, viel mehr, schneller ab. Okay. Eine Stahlpickel. Mhm. Dann packe ich die Eisenpickel hier unten oder? In irgendeine Kiste oder irgend sowas, aber nicht da oben rein, da haben wir keinen Platz. In die Holzkiste unten rein. In die Mitte. So. Ja. Da hole ich dann diese Eisenpickel-Dinkel. Und dein Schild sollte oben auch fertig sein. Da gehe ich wieder nach oben. Das war hier vorne, ne? In der Rüstungsmacher. Ja. Bank. Jawohl. Ist fertig. Sehr schön. Habe ich auch ein Schild, ein schönes. Mhm. So, da holen wir noch eine Runde Zeugs, dann gucken wir nochmal, was die Sklaven machen. Hattest du diesen einen fertigen Bogenschützen jetzt schon aufgestellt oder liegt der da noch drin rum? Ich habe noch nichts gemacht. Okay. Ich denke mal, du hast ihn ja gefunden. Ja, ich war aber voll, ich konnte nicht mehr mittragen. So. Ich guck gleich mal. Ich muss jetzt erstmal wieder die ganzen Fortschessen auffüllen. So, die, da ist sie wieder. Die Fortschessen. So. Ich nehme mal diese Menschenfleischbeine da auf den Dings raus. Ich hab was denn? Problem. Steuerung. Klicken. Einfach mal klicken. Und geht. Muss jetzt gucken, weil ich hier drinnen gerade im Boden versunken war. Jetzt ist okay. Eisernes Schwert, eiserne Pike und eiserne Schild, ja? Ja? Das ist wahrscheinlich das Übrige, ja. Was unten? Daran. So eine eiserne Pike und eisernes Schwert habe ich doch schon. Das ist ja auch nicht für dich. Das ist, was Wallad übrig hat. Aber das hat ich mir doch noch nicht rausgenommen. Ich hab mir doch bloß meinen. Hast du nicht gesagt, da ist was drin für uns? Ne, oben in der Dings, in der Schmiede, so. Da ist ein Stahl, eine Stahlpicke drin. Ah, okay. Das meinte ich. Wow, sieh schick aus. Ja, jetzt hast du auch deine komplette feste Rüstung außer Handschuhe und Füße, die kann ich noch nicht. Ja, immer mit der Ruhe, dann mit dem Rock und jetzt muss ich erstmal noch hier... Muss ich noch ein bisschen leveln bis dahin. Esst mal das Fleisch, das verdirbt hier gerade so viel. Ich kann nicht mehr so viel. Ich bin essen. Satt. Immer nur fressen, fressen, fressen. Ja. Sei froh, dass ich nicht das ganze Fleisch noch mitgebracht habe. Na. Das, ich war voll. Ja. Da brauch ich auch. Einen Kühlschrank. Ja. Das wär's, ne? So ein Kühlschrank oder so, ne? Mhm. Genau. Zumindest irgendwo, wo man was lagern kann. Oder das Fleisch dann so ausdörren, trocknen. Hm. Trockenfleisch. Genau, ein Trocknungsspieß oder irgend sowas. Ja, irgend sowas. Ach, wollen wir noch ein bisschen leveln?
Moment, ich gucke nur mal schnell nach den Sklaven, weil die sind... ja, wir müssen, glaube ich, Sklaven fangen. Sind die alle durch? Ja. Ich stelle sie noch schnell auf. Dann fangen wir nochmal eine Runde Sklaven. Mal gucken, ob wir diesmal was Besseres finden. Mann, dann kann ich mir doch einen Bogen bauen. Jo. Das kannst du soweit erstmal machen. Muss ich nur gucken, was ich da jetzt für brauche. Da brauche ich 7 Ast, 13 Tierhaut und Zwirn 13. Zwirn ist ganz oben geradezu in diese Werkbank auf jeden Fall. Ja, da brauche ich 13. Da ist da auch noch einer, der ist auch gleich fertig. Yay! Hier in dieser Eisenbahnkiste ist ja noch ein Sklave, so ein Stygian Carpenter. Ja, der ist übrig. Was sind das für einer, wenn ich fragen darf? Das ist ein Zimmermann. Achso. Aber da haben wir ja schon einen dran. Einen besseren, ne? Ja. Ey, dein Teppich guckt raus. Ja, der ist zu groß gewesen. Wir müssen mal bei Nacht in einen von diesen Seen dann reingehen und mal gucken. Da gibt's diese leuchtenden Pflanzen, dieser. Mhm. Und dann das mal pflücken. Das Zeug sieht geil aus. Machst du diesen Balkon hier oben noch zu oder durchgängig oder so? Warte, ich komm hoch, dann kannst du keinen mit angucken. Gefällt mir nicht. Haben wir noch irgendwo Tierhaut? Nein. Ich glaube, es ist alles zu Leder verarbeitet schon. Ja. Wo kriege ich jetzt Tierhaut her? Töte ein Tier. Die laufen immer weg. Dann töte ein anderes Tier. Komm mal neben dir hier, du. Wo bist du denn, Jack? Na, weiter. Einmal außenrum. Du hättest auch von der anderen Tür rausgekönnt. Gibt nur eine Tierhaut, ey. Kann auch nicht angehen. Den da unten meinst du jetzt, oder was? Hier ist noch ein Loch. In der Decke. Ja. Ja, krieg ich nicht zu, wegen der Forge. Ich hätte erst die Decke setzen müssen und dann du die Forge. Ernsthaft? Ja. Hast du noch eine Decke gerade da? Nee. Hier willst du jetzt noch was? Noch Balkon? Na, den Balkon hier aufmachen. Und hier rumziehen. Schaut doch besser aus, da bei mir Balkon. Ja, kann ich dann machen. Oder? Jo. Ja. Und wenn es geht, vielleicht hier eine Treppe hoch? Wann, ne? Ah! Das war nicht der Balkon. Was ist denn da reingefallen? Hast hier eine Treppe hoch, siehst du? Hier. Dass man hier auch hochkommt. Und so wie geht's so gucke Treppe hoch, ja? Na halt hier irgendwo hier hoch, da so. Good. Auf dem Balkon. Und dann da auch vielleicht noch ein Geländer rum oder irgend sowas. Wir haben ein Loch im. Ja, ich sehe schon. Na toll. Warum? Weil Angel das eingerissen hat. Ja, ich mach's doch gerade schon wieder zu, hab genug Inventar mit, um. Oh, so. Ja, ist ein gejuckt hinten. Und da muss ich doch ran. So, warte mal, da war doch noch ein. Ja, der ist auch fertig. Ich habe eine Tierhaut gekriegt von diesem blöden. Wie viel brauchst du? Oh, 13. Dann musst du mehr Viecher töten. Ja. Also jetzt habe ich 4, glaube ich. Ne, 3. 3 Tierhaut habe ich schon. Mhm. Ich wäre gleich so weit, dass wir aufbrechen können. So, jetzt nochmal ganz doof hier fragt, wo ist nochmal was mit diesen Dings drin? Und, na, Waffen und so? Na, da, wo was du gerade reinguckst. Muss ich jetzt auch wieder so ein Seil mitnehmen? Mhm.
Dann nehme ich dir das mal raus da. Ein Seil. So. Gut, dann gehen wir in der nächsten Folge wieder ein paar Sklaven jagen, wa? Jo! Yay! Okay. Bis dann. Bye bye. Macht's gut.